Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu Minecraft Live in the Woods und ich bin Toggle Boogie. Ich habe eben gerade unten gedacht, zwischen meinen Herzen und der Nahrung steht ein Fragezeichen. Das ist so, welche Stufe hat denn der Onkel Boogie? Das ist ein 7. Ich bin so oft gestorben, dass die ganzen Erfahrungspunkte wieder weg sind. So, wir müssen mal schauen. Wir wollen in diese Richtung hier, haben wir gesagt. Weil wir brauchen voll Schnee, wollte ich gerade sagen. Wie komme ich auf so einen Blödsinn? Wir brauchen keinen Schnee, nein. Wir brauchen Sand. Und der Berg ist aber halt auch echt geil, dieses Riesengebirge da. Das Siebengebirge bei den sieben Bergen, hinter den sieben Zwergen oder so ähnlich, ja. So, wir werden loswandern. Was ist das Dunkle eigentlich? Was ist das für ein Stein? Er sieht recht beschissen aus, wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Das ist Gabbro. Gabbro ist nicht gerade schön. Wir haben keine Fackeln dabei. Brauchen wir aber auch nicht, weil sobald es dunkel wird, werden wir schlafen. Schlafen, damit unsere Augen sich erholen, weil, wie ich ja im Twitch-Chat gelesen habe, sehen meine Augen nicht gut aus. Dabei habe ich sehr schöne Augen, finde ich. Aber sie sind einfach müde. Müde vom vielen Minecraft-Spielen. Müde davon, euch alle zu unterhalten. Aber ich bin niemals müde, euch zu unterhalten. Nein, ich unterhalte euch gerne. Und solange ihr Freude habt beim Zuschauen, freut mich das noch umso mehr. Boah, geil, da hinten ist ein Tonbiom. Boah, krass, wir kommen hier kaum voran, gell? Boah, da geht's ja richtig ab hier gerade momentan. FBI. Pykron, servus, grüß dich. Herzlich willkommen im Chat. Schreib ich dir privat. Ach, kannst du nicht, was ist das hier mit dem Mädel schreiben? Ich find's auch echt cool, ich muss auch mal sagen, ich habe ja so diese YouTube-Statistik. Ich sehe ja in den Analytics immer, was meine Zuschauer denn sind. Sind sie männlich? Sind sie weiblich? Sind sie 35 und älter, sind sie jünger, das ist ja alles für mich so ersichtlich, insofern die Leute nicht ihre Privatsphäre-Einstellung eingestellt haben. So, Zeit zum Schlafen. Schlaf, schlaf, schlaf! Da drüben ist Sand, aber den will ich nicht abbauen. Ja, komm, jetzt hier, ich will pennen. Endlich. Und ich muss sagen, meine Zuschauerquote ist, ich habe jetzt gerade erst vorgestern reingeschaut, 18,5% oder so weibliche Zuschauer. Finde ich voll cool. Seine Augen sehen nicht nur wegen der Augenringe nicht gut aus, auch sonst sind sie... Achso, sehen nur wegen der Augen. Da, danke schön. Okay. Das ist echt ein nettes Kompliment, dass du findest, dass ich schöne Augen habe. An die Kamera schauen, auch dass die YouTuber was dann davon haben oder sowas. Eine Bindung zum Onkel Bogi auf. Was ist das hier eigentlich? Rosengranit. Jetzt sind ein paar Leute im Chat. Hier, schaut mal her. Rosengranit. Sieht Rosengranit gut aus oder eher nicht so? Eher nicht so, hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Sollen wir ein bisschen Rosengranit abbauen, dass wir daraus... Oh, das sieht ja ganz schlimm aus, wie der Gabbro, gell? Boah. Was ist das denn für ein Würfel? Das ist so kerzengerade. Komm. Wir kloppen den Rosengranit mal weg. Einfach nur, damit wir mal so einen Stack haben davon, um einen coolen Boden draus herzustellen. Hier nebendran ist der Diorit. Einer der hässlichsten Steine im Spiel. Aber man kann ihn schüsseln. Und das macht ihn zu etwas Besonderem. Und da wir Freunde des Schüsselns sind... Also mit Schüsseln ist nicht in die Kloschüssel zu schüsseln, das ist was anderes, sondern schüsseln. Wir wollen ja die Steine schüsseln in eine neue Form bringen. So, zack, zack, zack. Aber eigentlich, guck mal, so einfach fängt es an. Ich wollte gar nicht hier den Diorit abbauen. Ich will eigentlich den Rosengranit. Was mache ich? Ich kloppe den Diorit weg. Und warum? Weil er einfacher wegzukloppen ist. Und das ist das Problem bei den Menschen. Man neigt dazu, die Dinge zu tun, die einfach sind. Ist es ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber warum gehen wir nicht erst die schwierigen Sachen an? Das ist so echt so eine Frage. Wollen wir ab und zu mal hier so Weisheiten des Lebens einbringen? Der nette Onkel Boogie mit seinem geheimnisvollen Alter kann ja auch ein bisschen die Jugend an seiner Lebenserfahrung teilhaben. Okay. Ah, okay. Das war auch so eine Überraschung. Womit man nicht rechnet. Ich will nur Rosengranit haben und könnte eigentlich schon hier in die Tiefe stürzen. Ins kühle Nass. Ich war heute in meinem Garten gewesen und ich habe mir so einen Intex-Pool geholt, so einen kleinen aufblasbaren Pool. Ja, was heißt klein? 3,50 Meter in der Diagonale. Und ich wollte da heute reingehen, aber hier in Hessen hat es geregnet. Und das Wasser war echt noch durch gestern richtig warm. Und ich habe ernsthaft überlegt, da reinzugehen. Aber das Problem war, dadurch, dass draußen halt schon wieder so eine gewisse schwüle, kalte Luft, wollte ich sagen, also schwüle, warme Luft war das nicht so einladend. Und
der Garten hat halt ringsherum, sind da so stehende Gewässer halt, also so kleine, ja, Seen will ich gar nicht mal sagen, aber so Teiche halt von den Nachbarn und so. Und das heißt, da gibt es momentan sehr viele Schnaken. Ich weiß, je nachdem aus Deutschland, wo aus Deutschland man kommt, sind Schnaken für euch ja diese großen Dinger, die so an der Wand da rumeiern. Aber das sind bei uns Schneider, heißen die, glaube ich. Wobei Schneider sind diese kleinen Spinnen mit den langen, dünnen Beinen. Ist ja egal, auf jeden Fall sind Schnaken für mich diese Stechfliegen halt, die einem das Blut aussaugen, ja, diese Moskitos. Auch Mücken genannt. Wobei eine Mücke ist für mich wiederum so diese schwarzen Mücken. Ja, auf jeden Fall. Boah, jetzt fällt mein Stein da rein. Der soll da nicht reinfallen. Ich brauche den noch. Haben wir jetzt genug? Haben wir zwei Stacks? Wir haben einen Stack. Reicht uns ein Stack? Je nachdem, wo wir den Fußboden hinmachen, reicht das halt nicht, ja. Ist die Frage mit Insta auf mich bezogen oder beziehst du die auf die junge Dame im Chat? Aus Friesland. Da bist du ja quasi in der Nähe von Buxtehude oder sowas dann, oder? Also ich nutze kein Instagram. Quatsch, ich benutze Twitter. Ich habe einen Twitter-Account, aber da folgt mir irgendwie keiner, weil ich komme irgendwie nicht dazu, momentan da News reinzustellen. Deswegen ist es, die meisten folgen mir halt über meinen YouTube-Kanal, weil dort halt mehr oder weniger halt zu ersichtlich ist, wann ich denn meine Videos mache. Aber ich kann ansonsten euch auch mal den Tipp geben. Täglich 15:30 und 17:30. Vier Spiele werden momentan gespielt und es kommt was super Cooles jetzt in den nächsten Tagen, kommt dazu. Und zwar Hand Showdown. Genau, auch in den ersten Aufnahmen. Ich habe jedes Mal gesagt dann so Hand und dann muss ich erstmal überlegen, Showdown? So, wir wollen eigentlich in die Richtung, ja? Nee, die Richtung stimmt nicht. Wie schnell man sich wieder hier verirren kann. Wir wollen da lang. Das ist der richtige Weg. Arbeiten? Doch, ich gehe arbeiten, aber jetzt noch nicht um die Uhrzeit, weil jetzt 11:30 ist, meinst du? Ist noch für mich noch keine Schlafenszeit. Also ich sag mal, ich mache mich meistens an meine YouTube-Aufnahmen, an meine Videos mache ich mich meistens so 20 Uhr bis 2 Uhr oder sowas bin ich da dran, weil ich nehme ja mehrere Sachen pro Tag auf im Stream. Sind aber nicht alle meine Spiele zu sehen. Also im Stream ist aktuell nur Minecraft. Ich hatte noch Darkest Dungeon im Stream laufen gehabt. Oh, coole Bäume da unten. Und die Pferde, wir müssen uns unbedingt ein Pferd zähmen. Ich will ein Pferd haben. Darkest Dungeon und Minecraft. Und Minecraft habe ich auch vor, auf jeden Fall weiter durchzuziehen. Also ich will nicht ausschließen, auf YouTube sind es jetzt momentan 70 Folgen oder sowas. Geh gleich auf deine Fragen ein. Sind 70 Folgen. Was ist das hier für ein Komatit? Chromatit ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch mit. 70 Folgen und ich habe durchaus vor, Minecraft weiterzumachen, weil ich finde, Minecraft ist immer super zum Interagieren mit den Zuschauern. Und da, gerade deswegen, weil ich dann streamen kann. Das Problem ist, ich habe keine Lust mehr, einen zweiten Streaming-PC hinzustellen. Und wenn ich keinen zweiten Streaming-PC habe, dann habe ich ein anderes Problem. Und zwar, wenn ich dann Spiele wie Stranded Deep oder sowas, also die ich dann wirklich in Full HD auf Maximum Einstellungen spiele, gleichzeitig mit OBS aufnehme, damit ich halt die YouTube-Aufnahme habe und dann noch einen Stream starte, dann gehen die Rechner in die Knie. Also der Rechner ist echt guter Rechner, ich habe auch 64 GB Arbeitsspeicher drin, aber reicht nicht aus, kann ich euch sagen. Habe ich alles schon probiert. Und ich könnte das höchstens dann auf Kosten der Qualität machen. Und das will ich nicht, weil ich will halt weiterhin, dass die Videos echt eine schöne Qualität haben. Und von daher muss, ja, Hühnchen, was willst du denn? Du willst doch nicht in meine Spitzhacke reinlaufen, dass du umgehauen wirst von mir. Das Hühnchen ist des Lebens überdrüssig. Ja, und von daher, wenn ihr euch mal so einen Gronkh oder sowas anschaut oder die ganzen großen YouTuber, die haben ja einen zweiten Streaming-PC da stehen. Und deren Haupt-PC ist meistens, also gerade vom Gronkh, glaube ich, das ist ein 20.000-Euro-Rechner oder sowas, ja. Und das reicht dann trotzdem nicht aus, zum Stream gleichzeitig. Das soll schon was heißen. Gut, die nehmen auch 4K halt auf und sowas, aber was ist das hier? Marmor! Wir haben doch Marmor gesucht. Aber jetzt kommt noch auf die Minecraft-Craft. Minecraft-Craft. Was ich arbeite. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich kann euch sagen, dass ich in einer Führungsposition bin und in der IT arbeite. Ja. Und nebenbei eine eigene EDV-Beratung habe. Also ich bin auch selbstständig, habe eine Computerfirma und ich arbeite hauptberuflich im erweiterten Kreis der Geschäftsleitung in der größeren Firma.
So viel dazu. Ich werde die Firma nicht nennen und werde auch nicht jetzt im Detail drauf eingehen, was wir genau machen oder so, weil ich finde auch immer so, dass ein bisschen Privatleben, ich meine, ihr dürft zwar viel über mich erfahren, ich habe da auch nicht so viele Geheimnisse oder sowas, aber es ist ja auch schon so, dass man im Internet halt nicht unbedingt gerade sein ganzes Leben breit tritt. Versteht ihr hoffentlich. Du schaust kein YouTube mehr, das ist schade. Weil ich habe auf... Geh doch mal gerade zum Spaß auf meinen Kanal. Ich meine, kannst ja mal draufklicken, musst ja nicht abonnieren, wenn du das nicht möchtest, aber... Oder müsste ich will den... das Blei, sage ich schon. Ich will hier unten RIP den Marmor haben. Schau mal zum Spaß auf meinen Kanal, dann wirst du sehen, allein an den ganzen Thumbnails und sowas, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Steckt eine Menge Arbeit drin und ich mache da sehr viel halt auf YouTube. Also ich mache mehr auf YouTube als auf Twitch, wenn ihr euch jetzt wundert hier von wegen 26 Follower auf Twitch ist ja nicht viel, klar, aber ich streame auch nicht jeden Tag. Ich bin so jeden zweiten, dritten Tag bin ich am Stream und ich muss mir übrigens noch so ein paar Overlays basteln und so und da muss noch so viel passieren, aber es ist alles noch im Aufbau. Ich bin noch recht frisch dabei, aber habe dafür, dass ich Ende Februar angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, auf YouTube durchzustarten. Jetzt 235 Abonnenten, glaube ich, oder so, und habe schon knapp 280 Videos hochgeladen. Also ist nicht wenig. Also dafür, dass wirklich kontinuierlich jeden Tag zwei Videos kommen, bedeutet das, dass ich eine ganze Menge meiner Freizeit hier in dieses Hobby stecke. Aber es macht mir Spaß und ich will das auch weiterhin machen. Und ich werde das mal ein Jahr lang probieren und mal schauen, wie das so angenommen wird, wie das den Zuschauern so gefällt, was ich mache. Und ja, soll ja halt auch ein bisschen der Unterhaltung dienen. Klar, ich habe auch Spaß daran zu spielen, das würde ich auch so machen. Aber es ist ja nochmal was anderes, für sich alleine zu spielen und dann nicht in Anführungsstriche den Stress zu haben, dass man auch wirklich andauernd spielen muss, sondern sich halt hinsetzt und spielt, wenn man Lust hat. So, wenn ich jetzt aber hingehe, jeden zweiten Tag Stranded Deep bringe, jeden zweiten Tag das War of Mine, Minecraft jeden zweiten Tag, was hat das dann zur Folge? Dass ich aufnehmen muss, ob ich möchte oder nicht. Ich habe natürlich Spaß daran, aber es könnte ja auch mal sein, dass ich jetzt mal krank bin oder so. Ja, wenn ich jetzt zwei Wochen richtig hart da eine Bronchitis oder so habe, dann ist meine Stimme weg, dann kann ich nicht so Aufnahmen machen. Und da hätte ich ein schlechtes Gewissen meinen Zuschauern gegenüber, weil ich dann sage, okay, die warten drauf. Ich habe da wirklich ganz... Du kannst mir da gerne mal helfen mit den Alerts und sowas, ja. Das finde ich sogar gut. Ich finde es sehr nett von mir. Ich finde es sehr nett von mir, dass du mir helfen möchtest. Nein, nett von dir natürlich. Komm hier ins Bett unten rein. Wenn jetzt schön hier in die Grube rein. Ja, aber Jani, wie kann ich dich denn kontaktieren oder so? Weil auch wenn du mir jetzt eine E-Mail-Adresse hier reinschreibst, dann kann... wobei, ich könnte sie mir aufschreiben. Chat mich doch mal in so ein Privatfenster an und schreib mir mal deine E-Mail-Adresse rein. Dann... Ich werde die auch nicht laut hier sagen oder so, sondern ich werde mir hier das gute alte Papier nehmen und einen Stift. Und werde das notieren und dann schreibe ich dir eine Mail über meine Gmail-Adresse. Und dann können wir uns da gerne mal was ausmachen, dass wir uns mal im Discord treffen oder im Teamspeak. Was hältst du denn davon? Finde ich ganz nett. Sind ja Panda-Bärchen, gell? So, warte mal. Moment. Ich muss das jetzt mal aufschreiben, aber ich weiß nicht, ob ich dich darüber finde dann. Twitch Janibu. Wie alt bist du denn selbst eigentlich? Wenn ihr vorhin schon alle nach meinem Alter gefragt habt, wie alt seid ihr denn? Janibu. Aber mit den Alerts helfen, das wäre wirklich echt super. Das kann mir nur helfen, weil mein Twitch-Kanal sieht halt aus wie hingekackt. Kann man das so sagen? Ich denke ja. Und ich möchte auf jeden Fall noch, dass da noch ein bisschen was passiert, auf jeden Fall. Das soll ansprechender sein, weil ich möchte ja von hier, von 26 Follower, da soll ja noch ein bisschen was passieren natürlich. Ja, du hast ja alles, du bist ja überall vertreten hier, das ist ja krass. Da werden wir doch was finden, wir können also Teamspeak, einen Teamspeak-Server habe ich. Ich will auf jeden Fall für meinen YouTube-Kanal auch noch, Fuß gebrochen. Für meinen YouTube-Kanal möchte ich auf jeden Fall noch einen Discord einrichten. Ich habe das gerade bei einem befreundeten YouTuber gesehen, mit dem ich auch Videos zusammen mache, der Bolle.
Der nutzt sein Discord und macht darin auch seine Ankündigungen. Und das kommt echt gut bei den Leuten an. Und die können vor allem, finde, Discord ist halt schon von der Zeit moderner. Ja, ich war früher voll der absolute Teamspeak-Fan. Aber wenn ich überlege, dass du bei Teamspeak nur die Benachrichtigungen kriegst, wenn du auch gerade online warst, ansonsten die ganzen Nachrichten nicht mehr sehen kannst, das ist halt schon alles nicht mehr zeitgemäß. Da ist Discord schon geiler geworden, oder? Oh, du bist ja richtig jung. Ich habe halt vor mit den Alerts auf jeden Fall. Oh, cool, hier im Bärengarten. Den nehmen wir mit. Sollen wir allgemein ein paar Gärten mitnehmen, dass wir... Wir haben ja noch das Problem, dass wir... Ich brauche diesen Unterwassergarten. Da drüben ist ein Gräsergarten, auch ein Gräsergarten. Wir brauchen diesen Unterwassergarten für den einen Dorfbewohner, der Algen unbedingt haben will. Die Frage ist nur, wo wachsen die Dinger hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einen Unterwassergarten habe ich, glaube ich, noch nie abgeerntet. Ist das hier einer? Ist das ein Unterwassergarten? Was ist das? Edelgras. Edelgras, das kann man auch falsch verstehen hier für die... Das Edelgras vom Dealer. Nehmen wir auch mit, wir müssen uns nämlich noch ein paar Bücher herstellen. Die Enten sind geil, oder? Ich mag die Enten in Minecraft. So, die Spitzhacke. Quack, 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 quack. Wir müssen auch dann diese kleinen... Die kommt sogar extra hier rüber, die Ente. Will die Kartoffeln fressen, oder was? Ja, die ist doch goldig hier, die Ente. Schaut sie euch an. Quack, 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 quack. So, hat gerade Fotomodel gestanden, die Ente, ohne dass es weiß. Die Ente muss natürlich hier wegen der neuen DSGVO-Geschichte und sowas. Die Ente muss natürlich auch zustimmen, dass sie verwendet wird für ein Thumbnail auf YouTube. Ob die Ente da ein Problem mit hat? Das ist die kleine Mojang-Ente. Klingt wie so ein kleines Quietsche-Entchen, gell? Ach, du streamst selbst? Ah, okay. Da muss ich mal in deinen Kanal mal rein. Auch muss ich mir auch mal anschauen, was du da so machst. So, up. Wobei die... Das klingt gar nicht wie so eine schnatternde Ente. Das klingt irgendwie anders, oder? Also ich finde, es klingt irgendwie falsch. Und das hier... Ah, ein Bodengarten. Mit den leckersten Früchten des Bodens. Also quasi Erdnüsse. Schreibt mir bei Flüstern. Das Problem ist, ich kann momentan nicht auf den Chat wechseln, weil ich gerade... das auf dem zweiten Bildschirm habe. Das ist halt das Problem. Ansonsten hätte ich dir ja mal so geschrieben. Ich muss mal schauen. Ich bin ehrlich gesagt auch überfragt. Kann ich, wenn ich einen Twitch-Kanal abonniere, kann ich eine persönliche Nachricht an einen Kanal schicken, der offline ist über Twitch? Geht das? Lebumsbirne, wie alt bist du eigentlich? Wow! Füße verknickst. Hier vorne haben wir eine kleine Steppe mit kleinen Bäumen. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer noch auf der Suche nach Sand. Und ich weiß, dass vor uns irgendwo eine Wüste liegt. Und deswegen will ich auch nicht jetzt hier unten anfangen, da an dem See so ein bisschen Sand abzubauen oder sowas. Weil ich ein bisschen schade finde, dass wir hier die seltenen Bäume hier gar nicht finden. Oh, jetzt fünf Zuschauer. Zu so später Stunde hier. Morgen ist Montag. Die Leute müssen morgen in die Schule und arbeiten, oder? Beziehungsweise, ich glaube, Schule ist noch nicht so richtig momentan, ja? So, wir geben mal Gas hier. Einfach ein bisschen rennen. Wichtig ist nur, dass wir ab und zu mal schlafen. Also nicht in echt, sondern im Spiel. Ja, BB. Wir flitzen ein bisschen durch die Gegend. Ich will eigentlich nur zur Wüste. Ich will Unmengen an Sand wegkloppen in der Wüste. Und in der Wüste war auch noch ein Wüstentempel. In den würde ich auch ganz gerne rein. Weil mit etwas Glück finden wir einen Sattel unten drin. Und dann nehmen wir den TNT noch ein bisschen mit. Hier, mach mir den Weg frei. Wir machen den Weg frei. R&V-Versicherung. Hier ist wieder ein Biom. Das. Hey. Du solltest sie nicht. Sag mal. Ist sie noch nicht reif, oder was? Warum ist die blaue Heidelbeere noch nicht reich? Noch nicht reich? Ja, warum ist die nicht reich? Warum ist die so arm, die Heidelbeere? Ist das Marmor alles? Nee, ist Andesit, schade. Marmor wäre natürlich auch mega gewesen. Wir brauchen noch Marmor, damit wir ihn schüsseln können. Ja, ich erinnere euch nochmal an den Mega-Eingangsbereich, den wir in unser Schloss gebaut haben. Und da ist Marmor halt
Gib mir ein paar Eier. Warum legt ihr eigentlich keine Eier? Ich will auch ein paar Hühnchen haben. Ich habe mit euch noch ein Hühnchen zu rupfen. Wobei, das ist eine Beleidigung. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Sachen, die man zu einem Huhn sagen kann, oder? Ist das links Marmor oder ist das auch wieder Andesit? Komm hier oben lang. Hol dir die Kartoffeln rein, dass du wieder rennen kannst. Das Gemeine an Life in the Woods ist, dass es Unmengen an Ausdauer verbraucht, zu rennen bei Life in the Woods. Das, dieses Sättigungsgefühl, das hält nicht lange an. Boah, die seltenen Kürbisse. Einer hat auch letztens, war das der Pixel, gell, glaube ich, der auch in den Chat reingeschrieben hat, dass die Kürbisse so extrem selten sind. Hier ist wieder ein oh, hier. Giftbrühe. Wir haben doch einen Eimer dabei, sollen wir uns mal, oh, wir haben sogar, ich sehe gerade, wir haben gerade eventuell sogar schon ein paar Sachen einfach liegen lassen, weil wir unser Inventar zu voll hatten. Homeschooling, ja cool. Ich muss aufpassen, ich will hier nicht. Eimer mit flüssigem Gift. Mmm, lecker. So, halt. Ich muss aufpassen, dass das Gift nicht irgendwie. Kann man das trinken aus dem Eimer? Ich hoffe nicht. Wenn man. Für Freunde, die man nicht mag, den gibt man so einen Eimer leckerer Schlürfsülze. Boah, geil. Das ist ein Tannenholz hier. Schaut euch das mal an hier. Bam, das ist mal ein Baum, oder? Die Betonung liegt auf, das war ein Baum. Wir nehmen die Tanne mit. Aber auf keinen Fall Tannensetzlinge. Die will ich auf keinen Fall in meinem Dorf anpflanzen, weil das ist ja. Da gibt es ja nichts anderes mehr als diese Tanne dann. Oh, nebendran wäre eine dünne Tanne gewesen. Aber gut, die Vierer-Tanne ist ganz gut. Da holen wir uns mal zwei Stacks Holz raus. Die Frage sowieso, ob das Tannenholz. Wobei, das hat nicht diese eckige Form, das sieht aus wie so ein Kuchen oder wie so eine Zielscheibe momentan. Warte, machen wir mal was von hier. So. Haben wir Erde einstecken? Wir haben keine Erde einstecken. Wir können natürlich die Tanne nehmen, um es hochzubauen. Ach komm, egal, wir machen jetzt hier noch, soweit wir hacken können, soll ich diese zwei Schichten der Tanne noch mitnehmen, dann ist es gut. So. Einsacken den ganzen Kram. Und dann machen wir uns weiter. Was ist das hier? Gelber Holunder. Das ist ja auch geil. Will ich haben. Nehme ich mit. Was ist das hier? Giftpilze. Die will ich nicht haben. Aber der gelbe Holunder war cool. Und aus den Tannen. Ich will aus den Tannenbäumen, aus den Tannenwäldern raus. Tannenwälder sind absolute Performancefresser. Hier ist wieder so Giftbrühe oder was? Ist auch wieder Gift. Nee, das Wasser. So. Erstmal das Lager hier aufschlagen. Weil jetzt nur 38 Tannenholz finde ich ein bisschen schade. Ich dachte eigentlich mal locker, dass das. Ja, komm, machen wir gleich. Nee, muss mein Bett so. Ich dachte eigentlich, dass es mehr Tannenholz wäre, das wir eben da abgehauen haben. Alles doch einfach hier mit dem Sonnenuntergang und sowas. Das ist einfach schön, Leute. Ohne Scheiß, Mann. Mit den Tannen hier im Vordergrund und so. Gibt ein geiles Bild, oder? Das ist halt auch hammergeil hier mit den Shadern in Life in the Woods und sowas. Das Optifine oder sowas, gell? Oder das Silt-Tool-Shader, wie der heißt. Oh, jetzt wird's dunkel. Schlafen! Du magst meine Haare? Dankeschön. Und wie ist es so mit der Corona-Schule momentan und sowas? Findet ihr es gut, dass ihr so viel Freizeit dadurch habt? Oder findet ihr das eher langweilig oder sowas. Ich meine, ich kann mir vorstellen, ich weiß noch bei mir, Schule, da hinten ist Wüste. Ja! Oder ist es ein Tonbiom? Ich hoffe mal, dass es Wüste ist. Also ich habe Schule, jetzt muss ich ja aufpassen. Ich bin ja natürlich jetzt als Erwachsener hier in meiner Vorbildfunktion aktiv, ja. Und ich muss sagen, Schule ist wichtig. Man sollte die Schule nicht vernachlässigen, auf jeden Fall. Und ich habe ja vorhin mal erzählt, was ich beruflich mache und sowas, ja. Und es ist auch nicht verkehrt zu studieren. Auch wenn man erstmal der erste Gedanke. Ich kenne das selber, wenn ich jetzt mal so zurück überlege. Mach mal eine neue Folge. Gezockt Y, YouTube. Ja, gezockt YouTube, YouTuber One. Grüß dich, mein Freund. Bist auch mal wieder da. Und hab trotzdem Einsen. Das ist natürlich dann gut. Dann bist du eine Vorzeigeschülerin. Ach, ich beende jetzt mal die YouTube-Aufnahme. Aber bei Twitch bleibe ich natürlich noch da. Also.
So, bei YouTube, meine Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. Unsere Reise. Die Reise wird bald ein jähes Ende finden, weil ich suche noch ein bisschen. Das Ziel der Reise war ja gewesen, Sand zu finden. Was sehen wir hier vor uns? Sand. Ich werde mal gucken, ob noch ein Wüstentempel hier in der Nähe ist. Wir gucken mal gerade in unseren Atlas rein. Alles gut und schön. Was sagt unser zweiter Atlas? Hat er sich auch. Der hat sich auch hier weiter fortgeführt. Welches ist denn unser Village? Das ist er. Ah, das ist er. Mögliches Dorf Bogihausen. Hm, genau, so ist es. Ja. Was ist denn das hier? Ach, ich habe doch Holunderbeeren abgeerntet von dem Holunderbusch. Cool. Ich sag mal so. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Life in the Woods. Macht's gut, euer Onkel Bogi. Ciao.